Eine neue Runde Mario Maker. Habt ihr Bock? Also ich schon. Sternrangliste, alle Schwierigkeitsgrade. Platz 1. 9 Tall Task for Tall Mario. Sag mir nicht, dieser Weird Mario ist hier gefragt. Bei Gregory aus den USA. Mein Beileid bei dem Präsidenten. Und dann kann's auch schon losgehen. Tatsächlich. Der Weird Mario, aber eigentlich haben wir noch keinen Level gesehen, der seine Fähigkeiten richtig ausnutzt. Vielleicht ja jetzt hier. Das wäre doch ein Ansatz, ne? Das war schon mal schön auf den Knochen trocken oder Para-Knochen trocken raufgejumpt. Uiuiui. Du bist zwar schon recht schlank, aber trotzdem musst du ja ein bisschen was für deine letzten Fettzellen tun. Hauruck, möglichst spät abspringen und jetzt sogar noch ein Stück weiter. Ich glaube, bei euch. Ach so, nee. Das Laufband ging in eine andere Richtung. Ich glaube, mein Schweinfurz, La Paloma. Man wird aber so noch in die Richtung gedrückt, dass es wirklich gar nicht mehr so amtlich ist. So könnte man das machen. Jetzt mit Karacho, aber nicht zu viel. Dafür jetzt aber. Ups. Hat noch gepasst. Oh, Baby. Ach, das kann nicht sein. Wie viele? 9 Prüfungen? Das ist die zweite. Ich bin schon sehr gespannt. Aber großes anderes als die Sprungfähigkeiten auszunutzen? Kann's ja eigentlich nicht sein. Sag mal. Tall Mario. Gar nicht so toll. Übrigens, der entstand nur aufgrund eines Bugs bei Nintendo, was man auch in einem, ich glaube, E3 2014 sogar schon gesehen hat. Der war einfach in die Länge gezogen, alle dachten sich so, WTF. Ist nur ein Bug und jetzt haben sie dann doch nochmal eingebaut. Und weiß nicht, ob der Zukunft hat, ob der irgendwie nochmal auftauchen wird. Ich find's interessant. Irgendwie hat Mario Maker generell so viele Sachen, ich weiß nicht, diese Charaktere und alles. Das wirkt mir so fremd. Es passt irgendwie gar nicht zu Mario dazu. Auch einfach so eine Gestalt hier zu erschaffen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in Miyamotos Sinne war. Prüfung Nummer 4. Eisblöcke. Na dann her damit, ups. Make a bullshit with me, aber das geht schon. Das war jetzt nicht die härteste Prüfung. Number 5. Mambo Number 5. Ich freue mich mal wieder, Sternrangliste zu zocken. Mal sehen, was die so hat für uns. Nächstes Mal dann, so ist der aktuelle Plan, wieder eure Level, weil da gibt es viele, die einfach wollen. Und danach? Viele wollten auch, dass ich die 100 Mario Challenge mal wieder auf sehr schwer spiele. Ihr Verräter, ihr Schweine, ihr wollt mich leiden sehen, ne? Ihr wollt mich leiden sehen. Aber okay, ich nehme die Herausforderung ein weiteres Mal an. So, es gibt zwar 9 Prüfungen, aber ich finde, das mit den Laufbändern war mit Abstand das Schwierigste. Das hätte man so gegen Ende bringen können. Na, ich habe jetzt gerade mal 6 Stück geschafft. Es wirkt halt nur so, als wären die Ideen so ein bisschen ausgegangen. Ja gut, das ist ein bisschen schwieriger, weil Mario einfach länger ist. Schön, dass das auch mal berücksichtigt wird. Problem hier ist einfach, du siehst kaum was. Du hast kaum was gesehen und du eckst an vielen Notenblöcken an. Nehmen wir es mal so hin. Achso. Jumper und Bumper und Donuts und ab ans Ziel. Und die letzte Prüfung. Kann ich überhaupt verletzt werden? Nö. Anscheinend nicht. Wäre auch ziemlich doof. Andernfalls sind ja auch überall, wird Mushrooms am Boden. Ich frage mich, warum? Für den Fall der Fälle? Oder gibt es Möglichkeiten, irgendwo eingequetscht zu werden oder sowas? Ist ganz cool. Hat wohl temporär den ersten Platz in der Sternrangliste verdient? Fragezeichen. Es gibt Schlimmeres. Es ist okay.
Hat gefallen, ja, gib mal einen Stern, komm, gib mal einen Stern. Ich habe selbst gemerkt, ich war ein bisschen sehr großzügig in den letzten Parts, ne? Ein bisschen sehr großzügig, aber naja, ich will ja auch nicht, dass ihr mit Daumen geizt. Warum soll ich dann mit Sternen geizen? Auch wenn der Gregory aller Voraussicht nach kein Abonnent meines Kanals ist, aber man weiß ja nie. Karma? Hallo? Schon mal was davon gehört? Karma? So. Okay, was ist das? HM29, Cars, Planes and Trains. 50% Abschlussrate ist wohl nicht schwer, aber was soll denn das sein? Irgendwas, was ich nicht verstehe? Wir bleiben in den Vereinigten Staaten. Können schon mal nichts tun, aber da kommt ein Schlüssel zu unserer Mercedes-Karre. What the F? Alles klar. Ich würde mal nichts machen, wir werden einfach... Ist es denn ein Automatik-Level, so gut wie? Ich habe jetzt zweimal gedrückt, aber es sieht so aus, ne? Jetzt hätten wir... Den Pilot. Gerade wo ich nach oben drücke, habe ich auch wirklich den P-Switch aktiviert bekommen. Das Flugzeug aus Super Mario Land. Das haben wir alle schon thematisiert. Ja, es passiert ja alles automatisch. Macht am besten einfach nichts. Das ist dieser japanische Moderator. Fühl mich leicht unwohl. Ich hoffe, das wird noch. Ja, cool. Das ist nice. Laufbänder übereinander. Und dann geht die Kanone so nach oben. Ja. Ich wollte ihn ausreden lassen. Ja, schön anzusehen. Ganz nett. Die Speedpassage mit dem Mercedes hat mir noch am besten gefallen. Ich weiß nicht, wer da auf Weltrekordjagd geht und da ein paar Sekunden rausholt. Aber okay, cool. Kann man machen, kann man machen. Schnell was Schönes gesehen. Ach, der Weltrekord auch noch aus Deutschland. Such dies, Random Guy. Revenge, Jeep Jeep. Wir gehen nach Japan. Abschlussrate 13%. Auch noch eine gute Sache. Gucken wir mal. Ich fühle mich heute noch ein bisschen unterfordert, muss ich gestehen. Dafür sehen wir schöne Sachen. Oh nein, das ist diese... War das Monster Hunter? Oh mein Gott, Blamierpotenzial. Er hat schon so viele Kostüme in diesem Spiel. Dass ich in der Tat durcheinander komme. Erinnert mich zwar mehr an The Legend of Kay, was wir im letzten Test hatten. Oh dammit. Mach ich mir selbst ein Problem. Nimm erst einen der letzten Jeep Jeeps. Oder darf man gar keinen erwischen? Das... Könnte sein. Nee, hier lang. Mein Fischbruder. So will ich das sehen. Ah, Ding Dong. Wir versuchen keinen, aber was soll denn da funktionieren? Irgendjemand muss ja einen Schlüssel haben. Ach nö. Ja, nee. Also man soll niemanden aktivieren. Okay, gerafft. Immerhin wird man reich beschenkt. Da oben geht ein Bowser down, danke. Muss man abschätzen, ob es Sinn macht. Aber da mag jemand diese Katze. Ist ja auch mal schön. Ich habe ja schon oft drauf plädiert, dass ihr gerne mal ein paar Level baut, wo wir die Amiibo-Kostüme einsetzen, die man quasi nur einmal sieht. Aber ja. Sag mir nicht, ich brauche die um die Powerblöcke? Nee. Kannst du mir nicht erzählen, oder? Nee, kannst du mir auch nicht erzählen. Hä? Aber was wollen die denn da? Die können weder irgendwas entzünden, noch kommen sie hoch genug, um da mit den Powerblöcken was anzurichten. Oder sehe ich das falsch? Vor allen Dingen kann man einfach hier bleiben. Also ich warte halt erstmal. Abwarten wie ein Klappspaten.
Eins? Ach so. Ah, ich muss mich hier durchmanövrieren. Ich das entfernen kann. Ja, okay. Sorry, ich stand erfolgreich auf dem Schlauch. Aber man ist halt an manchen Orten sicher. Und wenn man da nicht allzu lappenhaft vorgeht, sag ich jetzt noch, gleich rase ich in den nächsten Chip-Chip rein, sollte das doch funktionieren. Ja, ist jetzt, fand ich nicht so schwer, aber innovativ. Ich hab's halt erst nicht gerafft, tut mir leid. Dem Graue noch ins Auge geblickt. Gürden! Gürden, Gürden, Gürden. Ach, warum nicht? Das kann man schon mal belohnen. Mit Bohnen. Zack, die Bohne! So. Rache der Cheep-Cheeps. Erfolgreich abgewehrt. Aber die Feuer-Cheep-Cheeps, die sind schon... Das sind schon harte Hunde, ne? Das kann man nicht anders sagen. Die sind schon böse. Alright! 30 Sekunden. Geh und Abschlussrate 5%. Probieren wir's. Oder G. G! Das Mii erinnert mich so ein kleines bisschen an den Vater aus Resident Evil, an den Jack. Ja, das wird so ein Einpräg-Level sein. Je mehr Zeit man sich lässt. Oh, dammit. Vor allen Dingen der Bildschirm einfach nur schwarz, das verwirrt. Nicht nur mich, sondern auch mein Aufnahmeprogramm. Hat immer Probleme mit nur schwarzem Bildschirm. Gut, dass ich es schnell beendet bekommen habe. Weltrekord wird es nicht sein. Aber immerhin noch die Hälfte der Zeit übrig gehabt. Hätte man auch in 20 Sekunden machen können. Jetzt bin ich mal ausnahmsweise geizig, weil das war ein kurzer Level. Kaum Inhalt, sehr leer wirkend. Einfach ein paar Plattformen, Zeitlimit. Und dann so eine hohe Bewertung. Ist klar. Climb to the top of the tower, Carol. Ich weiß nicht, in letzter Zeit haben die alle so ein bisschen Fable für den SMB1-Stil. Ich merke das immer mehr. Gut, Kostüme sind halt geil, ne? Oh nein, ja, Eislamber. Dann klettern wir mal. Boah, Eislamber ist ja übelst, ne? Das Spiel, die Steuerung, die versaut alles. Eigentlich hätte es ebenso wie Kid Icarus mal so ein richtig fettes, nicht Remake, Neuauflage verdient. Ich glaube, bei Ice Climbers, da gehen ja auch die Ideen aus, was du eigentlich machen sollst mit denen, ne? Soll froh sein, dass sie in Smash nochmal dabei sein durften. Das ist schon deftig lästig hier. Heute ist der Part der lästigen Prüfungen. Ja. Aber man wächst an Herausforderungen. Der macht extra hier so einen Bogen. Jetzt regst du mich aber auf. Damit du den da nicht nimmst. Ne? Ja. Ein gutes Timing wäre halt auch jetzt vielleicht. Aha. Piep und Nana. Popo und Nana, je nach Land spezifisch gesagt. Das war nicht das Problem, man muss es halt nur wissen. Meine hellseherischen Kräfte sind ausbaufähig. Ich sag euch, dieses Level hier macht mehr Spaß als Ice Climbers selbst. Ist halt auch einfach so, ne? Es sind hier verschiedene Prüfungen und... Dies, das, Ananas. Ich muss es mal auf die Liste der möglichen Kandidaten für die Let's-Test-Rubrik schreiben. Da gibt es ja noch so einiges. Ja, ich habe noch viele Retro-Perlen. Tut mir leid, dass zurzeit alles ein bisschen kürzer kommt. Es ist halt, ihr wisst, Nintendo Switch, ja? 3. März. Und vorher will ich ehrlich gesagt ein bisschen chillen. Deine alte Chimmel, kein Problem, dann komme ich vorbei. Was? Nein. Spaß. Ich verurteile den Song selber. Ich finde das so... so dumm. Ja, jedenfalls. Aber trotzdem, jeder findet es dumm und jeder singt trotzdem mit. Außer die, die sich jetzt fragen, WTF. Ja,
Im Ernst, es ist wenig. Ich will jetzt einfach die Projekte, die momentan laufen, weiterlaufen lassen. Wir haben alle Hände voll zu tun mit Resident Evil 7 und mit Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Und wenn die vorbeigehen, bis die Switch kommt, wäre das schon ziemlich geil. Es kommen zwar momentan nur 2 Videos am Tag. Nur 2 Videos, wisst ihr. So geht's schneller. Ich hoffe aber, das ist ausreichend. Wird ja wieder mehr, nur irgendwann muss ich auch mal ein bisschen chillen. Denn ich hab Stoff und Schnaps. Was denn jetzt? Wo soll ich denn lang? Also da links, da könnte man raus, aber... Will ich ja nicht. Ich Depp. Das ist, glaube ich, nur Zufall gewesen, dass man da links raus kann. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist einfach nur dekorativ. Duh, schon wieder irgendwelche ekligen Plattformen. Wir achten mal gepflegt auf das Zeitlimit. Schande. Und lass uns jetzt mal was einfallen. Wo ist denn das? Rechts, ja? Überraschenderweise. Ja, und deswegen kommt sowohl Mario Maker als auch die Let's-Test-Rubrik und Mario Kart 8 gerade nicht besonders häufig. Aber wenn ich jetzt noch ein Let's Play starten würde, würden die noch weniger kommen. Das wollen wir nicht. Und deswegen laufen gerade relativ wenig Projekte. Wird aber besser. Kommt mehr Maker, mehr Let's Test. Selbst bei 2 Videos pro Tag noch für den Februar. Ja. Und wir wissen ja nicht, ja, zwinker, zwinker, ab wann wir die neuen Switch-Games wie Zelda, One-Two-Switch oder Super Bomberman R zeigen dürfen. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir bis zum Release warten müssen, sage ich mal ganz vorsichtig. Deswegen. Psst. Ich weiß es nicht. So, Adele, Someone Like You ist ein Musiklevel aus Deutschland, Tim Swart. Na gut, hören wir mal rein. Adele, ich bin jetzt, was die aktuellen Charts angeht, nicht so bewandert. Aber von den Charts von 2002, 2003 kann ich euch viel erzählen. Hören wir mal rein. Ja doch, wirklich, sehr schön, habe ich erkannt. Klar, also ist es so, ich habe beim Autofahren oft immer, sei es zum Einkaufen oder weiß der Teufel, da läuft schon das Radio. Früher habe ich vor allen Dingen CD gehört, aber seit einiger Zeit vor allen Dingen Radio und hier UFM, Big FM, wer es kennt, hier im südhessischen Bereich empfangbar. Und ja, da laufen aktuelle Sachen. Oh, aber ich kann das nur nicht zuordnen. Adele, Someone Like You, ja, okay. Natürlich, wenn ich Melodie höre, dann weiß ich es wirklich. Zuordnen kann ich es nicht. Was ist denn das Face denn? Gehört das zu ihr? Das ist eigentlich das Face von von Ralf Reichts, diese das Mädchen. Vanellope oder wie sie hieß. Ja, direkt noch was dazu. Stop, Fing, Koyu, Yani, Hateni, Timof, Shogo, Tonin. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir damit etwas anfangen können. Vor allen Dingen sehe ich Hakenkreuze. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das richtig ist, aber es sind Hakenkreuze. Nee, das wollte ich nicht. Gut, dann wenden wir uns diesem Automatiklevel zu. Halte nach rechts und die Renntaste gedrückt. I do this.
Oha! Was eine fette Wolke, Mann! Sehe ich gar nicht so häufig. Ich glaube nicht, dass es schon mal... Ich habe es ja schon mal gesehen, aber... Einen fetten Bowser in einer Wolke? Kann ich gerade nicht entsinnen. Ja, ist ein ganz niedliches Automatik-Level für die heutigen Verhältnisse. Aber ich finde halt die mit den Millionen Buhu-Kreisen, wo man 10-mal rein und raus geht und dazwischen noch Flammen, die eigentlich dauernd emporsteigen und so, wo man da immer wieder alles koordiniert hat, eigentlich sogar noch irgendwo beeindruckender als dieses. Ich gebe mal einen Stern, ja. Aber schlecht war es jetzt nicht. Ein paar coole Moves dabei, vor allen Dingen, wo wir auf den Mancha war es, glaube ich, zugesteuert sind und der Powerblock irgendwo im Hintergrund noch sich aktiviert hat. Nicht schlecht. Teamwork Temple. Ja, das sieht auch wieder musiklevelmäßig aus. Timely Jump, Zelda, Teamwork Temple. Probieren wir es. Ich sehe einen Sheik und einen Ganondorf. Danny H09, den zocken wir auch nicht zum ersten Mal, glaube ich. Bam, 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 bam! Ratatatsong, weg ist der Balkon! Aha! Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Das andere passiv quasi mithelfen, sowas haben wir schon des Öfteren gesehen und das hier sieht doch ziemlich nice aus. Wenn ich das so sagen darf. Ein Koopa! Der Freund und Helfer, ja. Sehr nice. Übelst nice. Aktiviert den P-Switch nicht mal, ne? Ich hoffe, das hat nicht so zu sein. Der dient lediglich als Plattform. Ach, das ist doch cool hier. Das ist schön gemacht. Ohne Witz. Ohne Witz. Wo ist er denn? Da ist er. Jetzt ist er groß geworden, wer es glaubt. Das ist ein anderer. Aber lassen wir uns einfach mal drauf ein. Denken wir uns erst dasselbe, hat ein paar Fruchtzwerge zu viel gegessen, ja. Die Plattform macht's. Aber was ist mit Ganondorf? Warum war der noch da zu sehen? Wenn ich das mal so sagen darf, die Sternrangliste. Naja. Sie ist nicht mehr so hochwertig. Auch aus dem Grunde. Okay. Ach so. Weil, denke ich, einfach mal nicht mehr so viele Mario Maker zocken. Aber ihr schaut's noch gerne, ne? Ihr schaut's noch gerne. Ich würde es gerne bis nach dem Switch-Release noch mitnehmen. Es sei denn, ihr habt keinen Bock mehr. Ja. Aber ich habe noch Bock. Pech gehabt. Oh nein! Er hat ihn getötet! Du hast Willi auf dem Gewissen! Ich habe den gerade getauft, nachdem er getötet wurde. Was dagegen? Jetzt hat er Flügel, wir sind im Jenseits. Ach, bei der Fantasie, so mancher Baumeister geht ja wirklich der Gaul mit denen durch. Es waren aber insgesamt, haben wir doch was Zeigbares hier hinbekommen in diesem Part, finde ich, oder? Muss aber gestehen, vieles haben wir halt schon mal erblicken können. Ist halt nicht alles neu gewesen heute. Arme Koopa wird gequält bis zum Umfallen. Er kann sich ja auch nicht mehr aufrichten. Das ist ja einfach auch nicht mehr möglich, ne? Irgendwas tun? Achso. Kann ich befreien. Jetzt wechseln wir die Seiten. Wie episch. Das könnte aber vom System und Aufbau her dieser... naja, Helfer-Level ziemlich der beste Level sein, wo man quasi mit so einem Gegner oder was... Das auch in Yoshi, aber meistens ein Gegner so auch hier. Wo man mit denen zusammenarbeitet, ist schon so ziemlich, eigentlich sogar der beste Level. Von der Technik her und vom Aufbau und auch vom Umfang. Jetzt arbeiten wir mit Bowser zusammen. Im Ernst? Da muss man die ganzen, die Physik, die Spielphysik und alles sehr gut kennen und beherrschen. Wie sich Sheik verwandeln kann einfach. Jetzt nicht mehr. Und sie verwandelt sich zu Mario. Ich weiß, dass sich Sheik zu Zelda verwandelt und umgekehrt. Das weiß ich nicht erst seit Smash Brothers, aber trotzdem. Muss jetzt die Bombe treffen? Ist das ernst? Oder kommt er gerade einfach nicht weiter? Ich glaube, der muss jumpen. Aber er geht trotzdem einen Schritt zurück. Ah, sehr gut.
braucht es ein bisschen Geduld. Da haben wir Shiggy wieder. Nicht Shiggy. Der hat auch ein Kostüm, das ist richtig. Aber ich meine Shiki. Was schnalle ich gerade nicht? Da unten ist ja... Da oben ist doch was. Okay. Das da unten hat mich verwirrt. Das ist aber dazu da. Achso, so kann man den dann in die Pfanne hauen. Bunny wird auch so gekillt. Das ist nur, damit es ein bisschen schneller geht, weil Bowser braucht halt ziemlich viele Trefferchens. Sehr gelungen. Ah, jetzt haben sich die Panzer selbst gekillt. Wie auch immer das genau ging. Kaching, kaching. Tja, missliche Lage. Ich würde jetzt ungern in Bowsers Haut stecken, nicht? Da noch Stachelpanzer, aber ich stelle mir das sehr unbequem vor. Und tschüss, Mann, ab durch die Tür. Aber vor allen Dingen haben wir heute viele Level gesehen, oder? Relativ viele? Das ist doch schon mal gut. Ey, noch ein Musikabschnitt. Also ich finde das richtig klasse. Der Level hätte es mehr verdient, oben zu stehen. Da man fetten Stern, ihr könnt ihn ja auch zocken. Die Level, die habt ihr gesehen und auch mit Sternen bewerten. Hat es mehr verdient, oben zu stehen, als dieser 30 Sekunden Quatsch. Wo einfach nur ein paar Plattformen war. Manchmal verstehe ich die Leute nicht. Manchmal verstehe ich die nicht. Ein Stern für Danny H. Zero. Nein. Okay, dann reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir und bis zum nächsten Mal beim Mario Maker. Bis dann und ciao!